Folge Nummer 48 war es, glaube ich, von Oxygen Not Included. Wir sind unterwegs bei Emir. Rotes Signal, grünes Signal. Sendet ein rotes Signal momentan. Sendet ein grünes Signal, wenn unter 26 Grad. Also er sendet jetzt ein rotes, weil er drüber ist. Was bedeutet das für uns? Läuft das Wasser jetzt oder läuft es nicht? Sanitär. Naja, doch. Ne, es läuft nicht. Das heißt, wir wollen, dass ja, dass es läuft, oder? Temperatur aktuell 30 Grad. So, jetzt läuft es, weil er ein grünes Signal sendet, ne? Oder? Sendet ein rotes Signal. Ne, sendet ein rotes Signal. Oder war die Pumpe gerade aus, weil kein Strom da war? Ich hab's noch nicht jetzt so und so drauf. Sendet ein rotes Signal. Temperatur aktuell 30 Grad. Sendet ein grünes Signal, wenn unter 29. Automatisierungskabel. Wer ist damit verbunden? So, der ist da rechts mit verbunden. Okay, und der, ach so, das ist alles klar. Ich glaube, ich bin jetzt gerade auf dem Holzweg mit dem dann. Das bedeutet er hier. Sendet ein grünes Signal. Sendet ein grünes Signal. Temperatur aktuell 3, sendet ein grünes Signal, wenn über 27 Grad. Dann soll es auf sein und er kann da durchfließen. Sendet ein grünes Signal. Ich glaube, wir sind hier. Sendet ein grünes Signal, wenn unter 29 Grad. Gute Frage, ne? Wo läuft denn jetzt hier was lang? Was läuft jetzt hier lang? Und da lang. Weil der jetzt offen ist, kann das auch in beide Richtungen laufen. Und das soll es ja nicht. Das heißt, dieser Sensor muss noch anders werden. Ist zurzeit grün. Der sendet jetzt ein rotes Signal. So, jetzt ist der zu. Das heißt, es läuft alles hier lang. So ist es, glaube ich, richtig. Passte schon, ne? Und er hier, Temperatur über 30 Grad ist. Kann, wenn Temperatur über 27 Grad ist, sendet er ein grünes Signal. Dann ist der an. Die ist 28,8 Grad, also deswegen ist es an. Aber wir kühlen sowieso nicht so weit runter. Und der ist unter 27 Grad, dann geht der ja auf, dann kann es andersrum laufen. Dann müsste das ja richtig sein jetzt, oder? Naja, schwierig. Wir werden sehen. Zurzeit ist es aber blöderweise hier 25,4. 29,3. Was hat er hier? Er wächst nicht. Aber der wächst aus anderen Gründen nicht, ne? Doch gestoppt wegen Körpertemperatur. Der wächst doch. Okay, wir verbringen zu viel Zeit damit. Da wird gebrütet, das ist gut. Das läuft hier auch lang, das ist auch okay. Wie gehen wir rein, mit welcher Temperatur?
30,5. Wir gehen raus mit 26,5 rundweg. Also haben wir 4 Grad Unterschied. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir hatten hier noch einen Punkt zu vergeben. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Haben wir wieder übersehen dann. Oder nee, haben wir nicht übersehen, sondern wir haben gesagt, der braucht das nicht. Weil wir ja sowieso hier schon Moralprobleme haben. Wenn wir noch einen machen, dann wird es ja noch schlimmer. Da müsste man erst schrubben. Aber das war alles nicht so gut, das zu tun hier. So, jetzt müsste man gucken, wie kriegen wir es hin. Dekor der letzten Zyklus schlecht. Grässliche Mahlzeit, minus 1 Moralbedürfnis, 14 erlernte Fertigkeiten, plus 14. Ja, da haben wir schon den Salat. Gut, wir müssen mal Dekor machen dann. Dekor, da. Warum gibt es hier was schick aussehendes? Achso, da ist dieses Dingens, das ist klar. Hier fehlt es irgendwie. Hol wir da eine Blume haben, sieht es nicht schick aus. Weil hier das olle Wasser überall steht, kann das sein? Ja, das sieht danach aus, ne? Und dann kriegen wir das Schmutzwasser noch nicht mal weg hier, oder wie sehe ich das? Haben wir denn hier irgendwo eine Pumpe zum Rauslassen? Ne, ne? Hier ist ja die Pumpe. Und Schmutzwasser von Hand rauslassen machen wir gar nicht, oder wie sehe ich das? Hier haben wir schon Puffprinz-Ei, 2 Stück sogar. Deswegen bauen wir den natürlich auch. Kann das sein, dass die Pumpe mal hier stand? Hier kann keiner hin, den haben wir zugemauert. Schmutzwasser. Haben wir noch irgendwo an der Schmutzwasserpumpe? Ne, ne? Hier ist sauberes Wasser. Wir müssen mal irgendwo das schmutzige Wasser lassen, ne? Okay, hier muss noch gewischt werden. Ne, wir haben kein schmutziges Wasser irgendwo. Hier ist sauberes Wasser. Hier ist nicht so toll. Ja, wir müssen gucken, wo wir das schmutzige Wasser lassen dann, ne? Hier ist überall der Schleim. Wie weit können wir denn hier noch was machen? Da ist ja schmutziges Wasser in dem Sinne. Da oben war's. Okay, da können wir hier doch mal gerade ein bisschen bauen. Da kommt hier ein Ziegel hin. Und dann kommt hier noch eine Leiter hin. Und dann machen wir da auch noch 3 Ziegel hin. Und dann machen wir das da so. Machen das vielleicht besser sogar zu, oder? Dann machen wir das hier erst weg. Ich glaube, einer kann da auch weg. Wir machen die Leiter höher. Und dann machen wir den Ziegel da weg. Ne, machen wir erstmal die Wand daneben erstmal richtig hoch. Hier geht's weiter hoch. Dann den Stein zerlegen wir. Also, zerlegen ist schon an, sieht man noch nicht. Super. Ist da unten das Dingens fürs Pufflet fertig? Nein, ist es leider nicht. Okay, dann müssen wir gucken, dass das noch wird. Dann graben wir das hier noch weg. Ich glaube, wir machen das erstmal nur so. Den können wir weggraben. Ja, so geht's schon. Wie hoch ist die Prio jetzt da? 5. Lassen wir erstmal so.
Die Dornenblüten wachsen ja natürlich. Farm nicht funktionssichtig. Kein Wasser oder was? Wahrscheinlich, ne? Essen ist erstmal da, ne? Müssen das verschmutzte Wasser erstmal loswerden. So machen wir das mal, oder? Okay. Kommt er da weg, ja. So, okay, jetzt ist das erstmal ein Stück weiter. Aber richtig gut natürlich auch nicht, ne? Da gibt's Essen. Macht die Apotheke eigentlich hier? Könnt ihr mal hier sowas basteln, oder? Eine Vitamintablette geht doch auch. Läuft erstmal, ne? Hier ist ja kaputt, das müssen wir mal heile machen, ne? Deswegen geht das auch mit dem Dingens hier nicht, mit der Temperatur nicht besser wahrscheinlich. Da rechts ist auch noch ein Loch. Ja, komm, zack, erstmal den dahin und fertig. Ist hier schon was angeliefert worden? Ich denke schon, ne? Treppe nach oben auf 6. Und da können wir dann den Dingens auch rauslassen, das schmutzige Wasser, ne? Da, Flaschenentleerer. Einmal bitte umdrehen. Dahin. So sollte einigermaßen funktionieren, oder? Ist zu überlegen, was wir da noch wegreißen. Wir haben ja hier viel Kupfer für die Lampen verbaut wahrscheinlich, ne? Ist da kein Wasser oder wie ist das? So sieht's aus. Ich hoffe, das Wasser war jetzt das Richtige. Sorry. Nochmal sanitär, nochmal die Leitung. Das Wasser kommt von da. Ja, ist ja alles gut. Ja, die Leitungen sind schon unter Druck, ne? Das Wasser rutscht doch nicht hier durch, ne? Können wir das hier wegwischen? Nicht erreichbar. Müssen wir da eine Leiter hinmachen, dann geht's vielleicht. Könnte sein, ne? Oh, er läuft da oben jetzt hier bei uns rein, oder wie sehe ich das? Er ist sowieso bei uns drin, ne? Uns gar keinen Kopf drum machen. Tja. Generator ist inaktiv. Sauerstoff läuft auch. Wasserstoff. Okay, da wird die Farm dann gebaut.
Bewässerung und Beleuchtung, ne? Okay, die Rohre kommen dran. Ne? Hier geht's weiter. Haben wir noch keinen reingepflanzt, haben wir keinen Dornen. Ja, haben wir wohl nicht mehr. Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid, verschmutztes Wasser, Wasser, verschmutztes Wasser. Samen, 10% Dekoration. 22 bis 37 Grad, das würde ja passen, ne? Kann man den da mal hinpflanzen? Aber irgendwie ist der rot angezeigt, geht wohl nicht. Ist das Ding jetzt zu nah da dran oder was? Naja, ist erstmal egal. Na guck mal, die Pumpe ist schon da. Dann lass uns das da noch weggraben. Müsste ja auch so funktionieren, oder? Da muss noch was weggegraben werden, dass die Pumpe wieder funktioniert. Leiter kommt. Das ist weg. Ich glaube, wir setzen mal die Prio kurz für die drei Teile. Die sind hier ganz wichtig, dass die sofort gemacht werden, der glaube auch. Das muss dann alles zueinander passen, ne? Hier wächst es ein bisschen mehr jetzt. Körpertemperatur steht da noch. 30,1 Grad. 30,1. 29,8, der muss wachsen. Da fehlt Schleim, okay. So, was passiert jetzt hier? Läuft woanders hin. Was machen die beiden jetzt? Ah, die rutschen weg. Freizeit ist angefangen, aber nicht für alle. Der hat da jetzt den Sand weggeholt, okay. Holt er da nochmal den Sand weg? Kommt da die Pflanze hin? Wie sieht's denn die Deko hier aus? Ach, der Raum geht sogar. Was haben wir an Lebensmitteln? 21.000. Hier wird gegessen. Was haben wir hier noch? Pincha-Pfeffer-Samen. Phosphorit. Zurzeit sieht es eigentlich ganz gemächlich hier aus, ne? Sind alle relativ glücklich. Stress ist natürlich bei Harold ziemlich hoch. Wo ist Harold? Ach, Harold soll nicht, gehe zu. Ich wollte Harold finden. Wo ist Harold? Da ist Harold. Hat sich gerade hingelegt zum Schlafen. Stress 42 geht aber, glaube ich, runter, ne? Ja, 41. Ja, das sieht doch gut aus alles, oder? Alles steht minus.
40% wird schon. Wie sieht es denn mit dem Zeitplan aus? Sind die alle einigermaßen verteilt? Natürlich nicht, ne? Er ist hier richtig, oder? Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich müsste Otto da sein, ne? Müssen wir gucken. Kriegt auf jeden Fall da keine Luft. Sieht's denn mit der Luft aus? Oh, da sieht sie ganz schlecht aus gerade. Ich glaube, wir sollten mal diese Tür öffnen. Auf. Obwohl, da ist ja auch schon die Pumpe wieder am Drücken. Hier wird auch aufgewischt, guck an. So, hier oben müssen wir noch sagen, was da reingeschüttet werden soll dann, ne? Und da oben fehlt auch, naja. Verschmutztes Wasser. Zack. Kann da eigentlich schon rein, oder? Was passiert denn jetzt hier? Okay, die Wand wird gemacht, so wie gesagt. Das verschmutzte Sauerstoff hinter. Okay. Ja. Wann wird hier angefangen? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Es wird erstmal alles zugeteilt an Rohstoffen. Dann wird die Leiter weitergebaut. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, wenn das so ist, dann können wir hier auch schon da rechts zumachen, weil da kann man jetzt hoch, ne? Können ja die Leiter hochgehen jetzt. Jetzt wird hier unten endlich gebohrt. Obwohl ich hier die 9 gesetzt habe, ne? Passiert's hier unten erst, ey. Ihr seid Helden, ihr kleinen Duplikanten. Aber wir sollten eigentlich zusehen, dass wir da unten noch eine Pumpe reinkriegen, ne? Oder? Dafür müssen wir die Leiter hier wieder wegnehmen. Das war also eine doofe Idee. Bau abbrechen, ne? Ist jetzt auch egal. Sanitär und die Pumpe da reingesetzt. Und die braucht Strom. Einfach nur mal hoch erstmal bis dahin. Mehr braucht die nicht, die müssen wir ja nicht einsetzen. Und Sanitär braucht eine Rohrleitung, die da auch dann hier hoch geht, würde ich sagen. Wir könnten mal schnell das hier wegmachen. Das ist eine doofe Idee. Ah, zerlegen. Ne, abbrechen war schon richtig, ne? Strom. Leitung. Abbruch. So. Strom nochmal. So, mehr noch nicht. Jetzt wird die Wand da gebaut. Aufsammeln können sie schon mal. Schmutziges Wasser haben sie auch schon reingebracht. Läuft, oder? So, da müssten wir hier aber noch einen Abschluss schaffen, dass da, würde ich mal sagen, eine Schleuse hinkommt, damit die schmutzige Luft da nicht durch die Gegend kommt, oder? Ah, gut geklappt, die Tür. So, haben wir das erstmal. Barney hat nicht genug Luft. Wird aber, denke ich.
Gut, aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.